Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Ausgabe der Most Actives in dieser Handelswoche. Heißt, es ist Freitag, aber die Stimmung ist jetzt nicht friedlich vorm Wochenende, sondern eher so absturzmäßig. Also es geht ganz schön runter für den DAX. Über 2% muss der gerade hier federn lassen. Wir hatten gestern ja einen Stimmungsumschwung gesehen bei den US-Werten, bei den US-Börsen, aber bei den Tech-Werten besonders. Erst waren die noch ganz gut aufgelegt, dann ging es da wieder abwärts. Außerdem, was wir da jetzt gesehen haben, zum Beispiel an Zahlen von Netflix, da kommen wir auch gleich noch genauer drauf zu sprechen, das hat die Märkte enttäuscht, weil die Zinsängste, die sind ohnehin da und im Moment noch mehr als zuletzt wieder. Aber zu denen kommt noch dazu, okay, wenn wir davon ausgehen, in den USA werden die Zinsen angehoben, das ist für die Tech-Werte ohnehin keine gute Nachricht. Aber wenn jetzt Netflix quasi so ein Beispiel sein soll dafür, wie es da jetzt so wachstumsperspektivisch aussieht, hat der eine oder andere Anleger da vielleicht dann doch ein bisschen Sorgenfalten oder kalte Füße bekommen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was im Moment natürlich auch die Anleger bewegt. Also DAX deutliche Minus jetzt Freitagnachmittag. Wir schauen, was ist sonst so los? Was sind die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker flatex? Und da haben wir auf der Kaufseite Siemens Energy, aber eben auch die abgestraften Netflix, BioNTech, Nordex und Daimler. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also Netflix hat eine Enttäuschung abgeliefert. Die Zahlen war das eine, aber vor allem der Ausblick, der hat eben richtig enttäuscht. Gerade was eben den Ausblick für bevorstehendes Kundenwachstum betrifft. Und daraufhin ist die Aktie nachbörslich um über 20% abgerutscht. Und jetzt hagelt es natürlich auch erste Analystenreaktionen und Überraschung, keine guten. Jetzt hat sich der Kollege Emil Josifov vom Aktionär das Ganze auch mal vorgenommen und hat gesagt, okay, die haben jetzt gestern angekündigt, dass die zweite Staffel der Erfolgsserie Squid Game geplant ist. Er schreibt aber eben auch, ob das jetzt der Aktie auf die Sprünge helfen kann angesichts dieses Zahlenschocks, das bezweifelt er jetzt mal. Der Titel ist unter den Stopkurs des Aktionärs bei 430 Euro gerutscht und wurde verkauft. Und ein weiterer Kollege, nämlich Nikolaus Kessler, hat sich das größere Bild auch mal angeguckt, jetzt nicht nur auf Netflix bezogen, sondern generell hat nämlich zum Beispiel die Investorenlegende Jeremy Grantham hat eben gesehen, so quasi bei Netflix, Peloton, Bitcoin, mir geht es gerade richtig runter. Und er hat dazu geschrieben, die USA nähern sich dem Ende einer Superblase, die sich über sämtliche Assetklassen erstreckt, hat eben der Investor hier gewarnt, also Jeremy Grantham. Und nach dem historischen Rebound vom Corona-Crash Anfang 2020 sei der Markt nun reif für eine ausgewachsene Konsolidierung. Also das ist seine Aussage, könnt ihr aber genauer nachlesen. Also wer das nachlesen möchte, im Artikel aktuell auch beim Kollegen Nikolaus Kessler. Wie gesagt, um Netflix geht es da auch, aber eben nicht nur. So, ich schweife ab, wir kommen aufs nächste Thema. Das Thema Daimler. Da geht es jetzt um eine Partnerschaft, die man hier geschlossen hat. Und das kommt gut an. Und genauer gesagt eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Luminar. Da geht es um die Entwicklung selbstfahrender Autos. Genauer gesagt, Luminar ist ein Spezialist für Laserradare. Und mit denen können die Fahrzeuge quasi ihr Umfeld abtasten. Und in der Branche hat sich die Einschätzung weitgehend durchgesetzt, dass in nächster Zeit selbstfahrende Autos eben nicht ohne solche Laserradare auskommen dürften. Ferdinand Dudenhöfer, der bekannte Autoexperte vom K-Institut, hat gegenüber dem Aktionär geäußert, Daimler für Spritdynamik und CEO Ola Källenius hat eine glasklare Strategie. Und der Kollege Jochen Kauper, der hier eben im Aktionär den Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer zitiert hat, der schreibt dazu, der Deal mit Luminar passt in die Strategie. Dadurch holt sich Mercedes bezüglich autonomem Fahren wichtige Expertise ins Boot. Die Aktie befindet sich aktuell aus charttechnischer Sicht im Konsolidierungsmodus. Dabei muss der Doppelboden bei 67,27 Euro halten. Anleger bleiben investiert, so seine Einschätzung. Wir schauen weiter an diesem Freitag auf die Verkaufsseite und da sehen wir fast ein ähnliches Bild. Also BioNTech, aber Siemens Energy haben wir eben auch hier dabei. Nvidia, Apple und Valneva. Ja, Siemens Energy, wir haben es gerade gesehen, die sind auf der Liste der Käufe heute beim Online-Broker flatex, aber auch bei den Verkäufen. Was ist da los? Wieder mal Ärger mit der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Die hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen und daraufhin kann jetzt eben auch die Mutter Siemens Energy ihre Prognose so nicht mehr halten. Und überprüft auch noch die Erwartung für das Geschäftsjahr 2023. Ja, wie gesagt, ordentliche Enttäuschung bei Siemens Gamesa und ja, Analysten haben sich dementsprechend auch eher negativ geäußert, denn es war, muss man sagen, ja auch nicht das erste Mal, dass Siemens Gamesa hier auch für die Mutter so die Aussichten verhagelt hat. Also Odo BHF, um nur eine zu nennen, stuft die Aktie aktuell ab.
das war's für die letzte Ausgabe der Most Actives in dieser Handelswoche. Das heißt, ich wünsche Ihnen natürlich noch einen erfolgreichen Handelstag, aber auch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und wenn Sie wollen, nächste Woche gibt es natürlich wieder die Most Actives. Gleiche Zeit, gleiche Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.